Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch wieder zu einem wunderbaren Fitness-Quickie. Ich habe heute die schöne Aufgabe, ich darf zwei junge Damen coachen im Unterarmstütz, im Blank und in der seitlichen, im seitlichen Unterarmstütz. Wir gehen über drei Runden. Die erste Runde ist auf jeder Pose 10 Sekunden, dann steigern wir das Ganze auf 20 Sekunden und in der letzten Runde auf 30 Sekunden. Ich bin gespannt, ob sie es durchhalten, ob ihr es durchhaltet, und dann wünsche ich euch viel Spaß. So Mädels, wir fangen an mit dem Unterarmstütz. Geht mal in eure Position. Erste Runde, jede Pose 10 Sekunden. Auf los geht's los. Seid ihr bereit? Ja. Und los. Zieh den Bauchnabel schön fest ein, der Rücken ist lang, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, die Knie vom Boden. Und wir wechseln auf rechts. Sehr gut, die Hüfte schön stabil nach oben halten. Ihr könnt mit der Aline ein Bein am Boden lassen oder ihr lasst das Knie weg vom Boden. Und wechsel auf links. Perfekt. Das sieht gut aus, Mädels. Könnt ihr noch? Ja. Okay. Und Pause. Sehr gut. Ihr dürft einmal die Arme auslockern, die Beine auslockern. Und wenn ihr bereit seid für Runde 2, 3 Posen, a 20 Sekunden, dann sagt mir Bescheid. Dann geht's weiter. Okay. Dann nehmt eure Position ein. Und es geht los. So, auch hier Bauchnabel einsaugen, den Po fest anspannen. Wenn es zu viel wird, jederzeit die Knie ablegen. Ansonsten versuch mal noch ein bisschen, deine Fersen weg vom Körper nach hinten zu ziehen, in die Fußballen rein. Und wir wechseln auf rechts. Wer von euch da draußen schafft es, das Knie 20 Sekunden vom Boden wegzuhalten? Vielleicht mit der Wiki mitzugehen, das Bein noch zu heben oder ihr habt die Möglichkeit, das Knie am Boden zu lassen. Und wir wechseln auf links. Nicht wackeln, schön stabil bleiben, die Körpermitte ist schön fest. Und atmen, denkt immer dran, Nase einatmen, Mund ausatmen. Und langsam lösen. Das habt ihr super gemacht. Lockert doch mal eure Schultern, eure Arme, Beine lockern, Bauch locker lassen. Und jetzt kommt die große Herausforderung und ich bin gespannt, ob ihr das durchhaltet. Drei Posen, a 30 Sekunden. Bereit? Dann dürft ihr wieder zurück in eure Position. Und dann geht's los. So, der Kopf bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule, Blick zum Boden, denkt daran, eure Schultern bleiben unter dem Ellenbogengelenk, Bauchnabel noch ein bisschen einsaugen und den Po schön anspannen. Geht's euch noch gut? 30 Sekunden können so lang sein. Das stimmt. Ja. Und wir wechseln auf die rechte Seite. Auch hier Ellenbogen unter dem Schultergelenk. Obere Hüfte zeigt Richtung Decke. Die Hälfte habt ihr schon. Lächeln. Schön durchhalten zu Hause. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und Wechsel. Die letzte Herausforderung, 30 Sekunden auf der linken Seite. Versuch nochmal deine Schulterblätter zusammenzuziehen. Die Hüfte bleibt schön oben. Bauchspannung nochmal den ganzen Körper aktivieren. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Geschafft. Super toll. Ja, und ihr Lieben, wenn ihr jetzt diese Challenge einmal ausprobieren wollt, ihr könnt
gerne die Sequenz zweimal hintereinander machen, dann habt ihr ein wunderbares Ganzkörperkräftigungstraining, ein wunderbares Core-Training. Und dann danke an die Mädels, dass ihr so schön mitgemacht habt, dass ihr das ganz toll durchgehalten habt. Bleibt gesund, wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss.